Ich bin Tamanawa und Schülersprecher der Kaihin-Sogo-Oberschule. Freut mich sehr. Mich auch. Guten Abend. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir als frisch gebackene Schülersprecher die Planung des Events übernehmen. Auf eine respektvolle Partnerschaft mit konstruktiven Diskussionen. Denn das ist der Schlüssel einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Toll. Besser geht's nicht. Ein glattgebügelter Krawattenträger. Hast du kurz Zeit, Iroha? Logo! Gut. Setzen wir beim letzten Mal an. Und machen mit unserem Brainstorming weiter. Zunächst möchte ich das Konzept des Events besprechen und Ideen für den Inhalt sammeln. Wenn wir logisch denken wollen, dann müssen wir auch anfangen, logisch zu denken. Warte mal, ist das nicht doppelt gemoppelt? Wie wär's, wenn du damit anfängst? Stellt euch vor, ihr seid Kunde und wollt die Bedürfnisse eines Kunden herausfinden. Irgendwie kommt nur heiße Luft aus dem raus. Mit solchen Aussagen könnte er Politiker werden. Stimmt, möglicherweise haben wir uns auf etwas viel zu Kleines festgelegt. Hä? Wann haben wir uns auf was festgelegt? In den Protokollen steht nichts weiter als komisches Zeug über logisches Denken und Gefasel über Kundenbedürfnisse. Wie wär's mit Grundschulen aus der Umgebung? Das Zauberwort ist Game Education. Wenn wir es schaffen, dass ihnen die Arbeit Spaß macht, bin ich mir sicher, dass wir die Grundschüler auf unsere Seite bekommen und letztendlich alle davon was haben. Eine Win-Win-Situation. Win-Win? Gefällt mir. Ich bin dafür. Für was denn? Alles klar, wenn wir die Termine und Verhandlungen mit den Grundschulen übernehmen, würde ich mich freuen, wenn du dich danach um sie kümmerst und sie beaufsichtigst. Klingt doch gar nicht schlecht. Was sagst du? Ja, ziehen wir es durch.